Ja, liebe Hütte Freunde, was läuft da Montag Nachmittag beim Bauerhause? Mache da Probegrabung auf meinem Saatkartoffelfeld. Ich muss da eine Probegrabung abliefern, damit da der Ertrag geschätzt werden kann. Ich muss da immer fünfmal fünf Stauden graben oder roden. Und Distanz eintragen und nachher zu Hause muss ich noch Gewicht aufnehmen, sortierfähige Ware muss ich noch kalibrieren und dann das Resultat der SEMAG schicken. Es gibt ziemlich viel Arbeit, so eine Probegrabung. Und was ich da noch gesehen habe, meine Saatkartoffeln, ich glaube es fast nicht, die sind eigentlich schlecht gewachsen, wollten nicht recht vom Fleck. Und was machen die jetzt? Alles neue Blätter, Staude ist ja mit Diquat totgespritzt und jetzt kommt dann zweiter Durchgang mit dem Spotlight Plus. Da muss ich morgen sofort durchfahren. Spotlight Plus braucht Licht, braucht einen Tag lang Licht, damit das gut wirkt. Darum mache ich das erst morgen. Jawohl. So, Ertrag eher mickrig, aber Knollen schön. Ich habe gehört, die im Anfang April gepflanzten Knollen sind viele gespalten und meine wurden erst am 6. Mai oder so, der 5. Mai gepflanzt und keine gespalten. Und das ist schon viel wert, da hatte ich wohl Glück. Jawohl. Einfach mitziehen, wir fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her, paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lasse die Lamini aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. So, mit dem Quadratmaß alles sortiert. Das ist 35 mm, 35, 50. Ist Normalsortierung und schaut gar nicht so schlecht aus. 35-50 ist dieses Becken hier und unter 35 ist dieses Becken hier. Jetzt muss noch alles gewogen werden. So, ausgewertet 85 Knollen Mini, 1491 Gramm. 54 Knollen Kleinsortierung, 1443 Gramm und 35-50 mm sind 149 Knollen mit einem Gewicht von 6655 Gramm. Ja, jetzt könnte man den Ertrag sicher hochrechnen auf die 2,65 Hektaren. Aber ich weiß nicht, ja, viel.